Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt. Wir sind Elisabeth Murauer von der Bund Wasserschutzberatung und Petra Haselgröbler vom Bienenzentrum Oberösterreich. Und beides sitzt an der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Wir befinden uns heute in der Nähe eines Feldstückes in Mernbach bei Ried im Innkreis. Dieses Feldstück ist ein gutes Beispiel für den funktionierenden Erosionsschutz und wie Nahrungsgrundlagen für Bienen und blütenbestäubende Insekten zur Verfügung gestellt werden kann. Bei diesem Feldstück handelt es sich um einen leichten Hang. Am Hangfuß befindet sich ein Gehweg und gleich darauf die Bundesstraße. Obwohl es hier nur ein leichtes Gefälle gibt, kann ein eintretendes Starkregenereignis zu schlimmen Folgen führen. Die vorherrschende Bodenart auf diesem Feldstück ist Schluff bzw. schluffiger Lehm. Schluff ist sehr erosionsanfällig. Kommt es hier zu einem Ereignis, können die Bodenteilchen leicht abgetragen werden und unten das kommunale Gut verschmutzen. Der Bewirtschafter betreibt hier schon seit Jahren bodenabtragsmindernde Maßnahmen, weil er sich dieser Gefahr bewusst ist. Aus Sicht seiner Wirtschaftsweise ist hier der Einsatz eines Blühstreifens oder Erosionsschutzstreifens sinnvoll. Kommt es zu einem Regenereignis, wird der Boden abgetragen und muss durch die Blühfläche durchfließen. Durch den gut bestockten Streifen hat man hier eine Verlangsamung des Materials, die Bodenteilchen können abgelagert werden und das Wasser wird gleichzeitig durch die Halme gefiltert. Ein sogenannter Auskämmeffekt entsteht und es werden die Schäden an den angrenzenden Bereichen vermindert oder sogar verhindert. Neben diesen gut bestockten Streifen gibt es noch mehr Maßnahmen, die erosionshemmend wirken. Erstens, optimale Bodenverhältnisse schaffen. Das heißt, keine Verdichtungen, keine Fahrspuren in Falllinie, eine gute Krümelstruktur, Förderung der Nützlinge. Zweitens, die gute Bodenbearbeitung. Das heißt, ein Anbau quer zum Hang ist zu bevorzugen, eine sehr raue Scholle. Mulch und Direktsaat bevorzugen beim Anbau. Es könnte sein, dass auch eine Schlagteilung in Falllinie fällig wird und solche Sachen. Und das dritte ist die Fruchtfolge optimal planen. Es kann sein, dass man die Hackfrüchte auf kritischen Flächen reduzieren muss, dass man Begrünungen einbaut oder überdauernde Kulturen einbaut. Es muss uns bewusst sein, nicht nur Schäden bei den Anrainern können bei einem Erosionsfall entstehen. In erster Linie wird wichtiger Boden abgeschwemmt. Die Produktionsgrundlage in der Landwirtschaft geht verloren. Auch Saatgut, Düngemittel und Pflanzenschutzmittel werden dadurch vernichtet. Und in weiterer Folge werden die Bodenteilchen in Gewässer eingeschwemmt und auch die Nährstoffe in die Gewässer eingeschwemmt, was sie negativ beeinflusst. Ein gut überdachter Einsatz von Erosionsschutzmaßnahmen kann, wie zum Beispiel auf dieser Fläche hier, viele Unannehmlichkeiten verhindern. Blühstreifen sind wichtige Elemente in unserer Agrar- und Kulturlandschaft. So wie wir sie hier sehen, werden sie optimal eingesetzt. Sie bieten nicht nur Erosionsschutz, sondern sind auch Nahrungsgrundlage für unsere Bienen- und blütenbestäubenden Insekten. Gerade solche Flächen bieten Potenzial. Diese Saatgutmischung besteht aus mehreren Komponenten. Erstens aus einjährigen Kulturpflanzen und zweitens aus mehrjährigen Wildpflanzen. Sie bleibt auch jetzt im Herbst bestehen und bietet somit Unterschlupf für viele Insekten, die ihre Bruder hochziehen. Blühstreifen, wie wir sie hier sehen, vor allem neben Bundesstraßen, werden oft als Todesfallen bezeichnet. Hier ist gemeint, dass die Insekten angelockt werden und aber gleichzeitig auf den Windschutzscheiben kleben. Wie man aber hier sieht, hat dieser Blühstreifen einen anderen Wert. Es ist ein Erosionsschutzstreifen und dient somit als Bodenschutz und wird somit hier als Bodenschutz behandelt. Es ist aber eine gute Kombination, um Nahrungsgrundlage zur Verfügung zu stellen und auch den Boden zu schützen. Blühstreifen sollten unbedingt neben anderen Strukturelementen sein, denn diese bieten meistens
Unterschlupf für unsere Wildinsekten und die Blühstreifen bieten somit Nahrungsgrundlage. Hier kann man sehr gut sehen, dass der Blühstreifen an ein angrenzendes Waldstück steht oder dass die Fläche oder auch auf der anderen Seite sind Hecken von einer Siedlung. Diese werden oft bevorzugt von Wildinsekten, um zu nisten und dort zu überwintern. Hier stehen wir nun mitten zum Blühstreifen, umringt von wunderschönen Blumen und Nahrungsgrundlagen. Hier sehen wir bereits verblühte Sonnenblumen, die stehen bleiben und während des Herbst als Nistmöglichkeit für stängelbrütende Insekten dient. Es blüht auch noch die Ringelblume, der Bohrretsch und so weiter, die einfach wirklich noch Nahrung bieten, besonders in dieser Zeit der sogenannten Leppertracht. Die Leppertracht ist die Zeit von Juli bis September, wo das Nahrungsangebot nur noch so dahin leppert. Wie gesagt, diese Art von Blühstreifen ist zwar nicht optimal neben der Bundesstraße, aber dieser hat einen anderen Zweck, er dient als Erosionsschutzstreifen. Und wie man hier sieht, können Blühstreifen vielseitig und sehr positiv eingesetzt werden. Sie bieten nicht nur Erosionsschutz, sondern sind auch Nahrungsgrundlage für unsere Bienen- und blütenbestäubenden Insekten, was sehr wesentlich ist. Weitere Informationen zum Thema Erosion und Bodenabtrag erhalten Sie bei der Bodenwasserschutzberatung. Und Informationen zur Anlage von Blühstreifen selber oder das Saatgut dazu, diese Informationen erhalten Sie beim Bienenzentrum Oberösterreich. Wir beide sind Teil der Abteilung Pflanzenbau der Landwirtschaftskammer Oberösterreich und möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken und wünschen euch alles Gute und viel Spaß beim Video. Dankeschön.